Was steht in diesem Jahr auf dem Programm? Ja, also wir haben jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt. Ich sage mal Beispiel, wir haben eine Steigerung gemacht zu Crossover. Musiker wissen, was ich meine. Dann Weltmusik. Alles andere passierte immer auch. Spontan, Klassik plötzlich oder so, weil wir haben ein Klavier stehen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, die Verknüpfung von Musik und Film. Wie macht man das? Wie findet man die richtigen Töne für die richtigen Bilder? Oder umgekehrt, wie weit können Bilder mich beeinflussen, zu einer bestimmten Musik zu kommen oder zu einem bestimmten Gefühl? Und es gab letztes Jahr eine Begehung, weil wir akkreditiert sind bei den Nordischen Filmtagen zu Lübeck. Und da begegnete ich den Filmmusikern von dem Dokumentar-Feature-Film Götterdämmerung, wo es um diese Zeit ging, frühe christlichen Germanen, Wikinger und gleichzeitig noch Altglaube nebeneinander. Das wird an zwei Menschen, die sich begegnen, erklärt in dem Film, damit man der Zuschauer das mit nachvollziehen kann. Und die beiden haben die Musik dazu geschrieben, die haben auch schon zu Tatort Folgenmusik geschrieben, sind sonst Einzelmusiker, Nils Rover und Jens Schlieker. Aber als Duo Piano meets Vibes, Vibes vom Vibraphone, gehen sie auf Tournee, haben mehrere CDs produziert und die sind die Highlights in diesem Jahr. Aber wir werden auch Aya Salu haben, die Direktorin des Kulturhauses von der Grenzstadt Valka, der lettischen Grenzstadt an der estnischen Grenze, die über die Grenze hinweg aber Kulturarbeit macht, das erst unter den Bedingungen der Nachtjackenzeiten in den 90ern. Dann, als es besser wurde, als mehr Geld in den Händen der Menschen war in Lettland, dieses neue Selbstbewusstsein, jetzt als EU-Land, wie sich das auch vor Ort in den kleinen Städten, in der Kultur verändert hat, wie die Menschen sich verändert haben mit diesen Phasen. Davon wird sie erzählen können. Das wird für alle, ob sie nun musisch gebildet sind oder nicht, kann das interessant sein. Auch sie als Mensch ist interessant. Sie leitet Modern Dance Group und gleichzeitig eine folkloristische, traditionelle Tanzgruppe. Wir werden natürlich schwitzen, wir werden auch tanzen. Und es wird zum Beispiel sein, der Experte für spanische Gitarrenmusik, Ferdinand Feil, der zu dem Duo Symbiosis gehört, die also die Begegnung zwischen Orient und Okzident im Mittelalter beleben durch Texte, die sie rezitieren und entsprechend mit Musik begleiten. Die waren auch schon dort mit einem eigenen Beitrag, aber jetzt sind sie Teilnehmer. Und die Älteste, die sich angemeldet hat, ist 81 Jahre alt und spielt Blues-Bass. Und die Jüngsten dürften dann so an den 20ern liegen. Also wir hatten auch schon Vierjährige dabei. Und machten mit, nicht passiv oder rumkrähen oder nerven. Nein, sie waren dabei. Wir machen keine Altersgrenze, keine Milieugrenze. Es gibt ein gewisses Limit, wie man sich zu verhalten sollte, aber das weiß jeder. Ansonsten werden da keine Grenzen gezogen. Und das wird immer um den 15. Oktober statt. Warum? Musiker können sich einfach keine Daten merken. Und da haben wir gesagt, wir lassen es um 15, ob ein Tag danach oder drei Tage danach, ist egal. Aber es muss immer der 15. Oktober als Peilmoment sein. Das kann sich noch jeder merken. Dachten wir, klappt auch nicht immer. Wo genau in Mecklenburg finden die Treffen statt? Ja, Peter, du weißt, dass unser Hauptsitz ist an Bord des Kulturschiffes MS Stubnitz, das seinen Heimathafen Rostock hat. Aber wir haben eine Außenstelle in der Heimvolkshochschule Vogelsang und die ist untergebracht in einem Jagdschlossgebäude aus dem Jahr 1884. Das waren so die letzten Jahrzehnte, wo noch Schlösser gebaut wurden. Und das ist in der Nähe, 12 Kilometer vor Wismar. Und die nächste Stadt heißt Neubuko, wo ja Schliemann herkommt, der berühmte Forscher. Und es ist der untere Rand der Salzhaf-Region. Wer sich in Norddeutschland auskennt, kennt ja die Insel Pöhl vor Wismar. Und wenn man die rechte Seite von diesem Pilzkopf nimmt und die nächste Halbinsel heißt Wustrow bei Rerik und nimmt das Wasser dazwischen, hat man das Salzhaff. In Strünkendorf war früher der berühmte Wikingerhafen, bevor er verlegt wurde nach Heitabu. Die Norddeutschland Liebhaber, die kennen das natürlich. Strünkendorf, ein unscheinbares Fischerdorf. Und die Region dahinter, in der Moränenlandschaft, das nennt man die Salzhaf-Region. Die geht dann über nach Kilungsborn und das kennt ja jeder aus dem Fernsehen. Dieses Schloss soll früher natürlich, wie viele Schlösser, auf einer Burg aufgebaut worden sein. Und es heißt, dass so ab 0 Uhr es knarrt und knirscht. Und da soll der Raubritter, den man geköpft hat, mit dem Kopf und der Namen doch noch durch die
Gänge gehen. Also manchen vielleicht ratsam, die Decke über den Kopf zu ziehen nachts oder sich aufzusetzen und zu warten, bis er vorbeikommt. Vielleicht ein bisschen grüßen oder so, Respekt zollen. Ja. Man kommt sehr gut dorthin. Das ist an der ehemaligen Transitstrecke der Bundesstraße 105, die bei dem Film Schulz und Schulz mit Götz George in der Hauptrolle, ja, im Original sogar mitgedreht wurde, illegal. Und es ist eine wunderschöne Landschaft dort. Und man durch die neue Bauautobahn nach Rostock über Lübeck kommt man ganz schnell dorthin. Man muss eher aufpassen, dass man rechtzeitig abfährt. Sonst landet man in Sternberg. Ist auch eine schöne Gegend, aber sehr weit ab. Ja, und unser Hauptsitz, wie gesagt, ist auf, an Bord eines Schiffes. Da, an Bord sind wir gezogen 1995, auf Wunsch des dortigen Kulturkapitäns. Das befindet sich zurzeit in Amsterdam zum x-ten Mal. Also es ist schon mehrfach dort gewesen. Es gibt dort ein Gastspiel für mehrere Wochen. Und wenn es wieder da ist, wir haben dort ein Postfach, da kann ich auch mal die Post wieder rausholen.